Beim Frühstück lagen heute mehrere Messer und Tassen auf dem Tisch. Die Weihnachtsfrau erinnert sich daran, dass stabile, sich selbst tragende Konstruktionen schon seit langer Zeit bekannt sind. Ein bekanntes Beispiel ist die Leonardo da Vinci-Brücke, bei der die Hölzer sich gegenseitig ohne Nägel oder Leim stabil halten. Die Weihnachtsfrau möchte nun herausfinden, ob sich auch Frühstücksmesser gegenseitig stabil halten können. Wie viele Becher und Messer braucht die Weihnachtsfrau mindestens, um eine stabile, sich selbst tragende Verbindung zwischen den Bechern durch Messer zu bauen? Der Abstand zwischen den Bechern muss dabei größer sein als die Länge der Messer selber. A. 2 Messer, 2 Becher. B. 3 Messer, 3 Becher. C. 4 Messer, 3 Becher. D. 4 Messer, 4 Becher.